Da sind wir zurück zu einer neuen Folge Space Engineers. Ich muss leider eine schlechte Nachricht euch mitteilen. Leider gibt es heute kein Update. Yep, das hat mich auch zutiefst getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Spiel noch überhaupt spielen soll. Ein Tag ohne Update, das geht so nicht weiter. Aber gleich wieder eine gute Nachricht, die ich verkünden kann. Ich werde alle zukünftigen Videos in 1080p auf YouTube anbieten. Hätte ich eigentlich schon vorher machen können, aber ich hatte immer falsche Exporteinstellungen. Ich hatte nämlich solche HD-1080p Einstellungen als Render-Modus gehabt. Die Dateien waren dann immer 5 GB groß, hat mich immer ein bisschen angepisst. Ich lade keine 5 GB Dateien hoch. Jetzt habe ich einfach mal schlauerweise, was ich hätte schon vorher machen können, die Option auf YouTube stellen können. Da gibt es eine extra YouTube 1080p Option. Tja, die Datei ist fast so groß wie die jetzigen, die ich sonst immer hochgeladen habe. Die ist vielleicht nur 400 MB größer. Das macht sich nicht viel aus, die 400 MB, die kann ich auch die 10 Minuten länger uploaden. Ja, bisschen blöd gelaufen bei den ganzen Folgen, hätte ich in einer besseren Quali anbieten können, aber naja gut. Auf jeden Fall, alle zukünftigen Videos nun in 1080p. So, wir waren stehen geblieben hier im Hangar. Machen wir mal gleich mal weiter. Achso, mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Alles klar. Dann fangen wir doch mal an. Ich wollte, also hier drinnen, die Ecken wollte ich eigentlich nochmal etwas ausbessern. Jetzt gucke ich nur mal, ob so ein Standardblock dafür ausreicht. Den Vierer könnte man nehmen. Yep, den nehme ich auch. Der passt wunderbar hinein. Das Ganze wiederholen wir hier auf der Seite. So. Hätte ich jetzt eigentlich auch gleich gelb anmalen können. Naja, wenn man es sich umständlich machen kann, dann macht man es sich auch umständlich. So, die Markierung da drinnen, kann man die vielleicht in blau machen? Mal ein bisschen bunt das Ganze gestalten. Oder schwarz, warte mal, wir haben da auch schwarz hier irgendwo. Richtig, genau, hier haben wir schwarz. Das Ganze mache ich doch mal hier jetzt schwarz. Und die Wegmarkierung ist da gelb. Dann, genau, dann mache ich hier, ich nehme mal den normalen Block, habe mich so dran gewöhnt. Ziehe ich das jetzt auch mal bis nach hier hinten. Und hier haben wir jetzt in dem Fall keinen Eingang. Jetzt überlege ich, wie ich das nach rüber verlege. Vielleicht, habe ich eine Idee? Man kann ja dort rüberlaufen. Und das wiederhole ich auch nochmal jetzt hier. Dann lässt es sich doch ganz bequem hier rüberlaufen. Die Leute werden sich schon irgendwie zurechtfinden. Okay, jetzt wollte ich noch ein paar Landelichter positionieren. Wenn man hier hineinkommt, dass das Ganze auch gleich erkennbar ist. Aha, hier kann man anscheinend landen. Zumindest wird darauf spekuliert. So, hat doch wunderbar gepasst. Mache ich jetzt hier einen dazwischen? Nein, das lasse ich erstmal sein. Das Ganze wiederhole ich erstmal hier. Boah, das kostet echt eine Menge Arbeit, muss ich sagen.
so eine Station fertigzustellen. Also ich habe ja an dem Schiff schon lange gearbeitet. Da bleibt mir mal die Sprache stehen, wenn das Speichernfenster auftaucht. So, das da hinten muss ich noch auf der anderen Seite auch noch rot machen. Kommt noch, alles mit der Zeit. Alles mit der Zeit. So, eine Sache wollte ich jetzt aber ein bisschen anders machen. Ich wollte hier oben ein Flutlicht einbauen. Die sind Reflektorlicht. Die sind teils ziemlich groß, aber auch leichter unterzubringen. Guck mal, wo führt denn das hier überhaupt hin? Hallo? Da oben ist noch nichts. Gut. Da wollte ich aber eh nichts hin haben. So, wie baue ich denn das am besten dran? Jetzt setze ich den einfach mal so. So. So, einfach gefühlsmäßig nur mal testweise dran gesetzt. Ich baue mal jetzt mal schnell im Cockpit, um die Dinger zu aktivieren. So, ich glaube. Ach Quatsch, T. Wie komme ich auf T? L war doch der Lampenknopf. Zack. Wunderbar. Jetzt scheint es auch da drinnen. Mach schnell Cockpit weg. Ich finde sogar, das hat eine schöne Helligkeit. Also, die kann man auf jeden Fall drinnen lassen. Ich muss nur gucken, dass die so dran setze, dass sie nicht unbedingt hier mitten beim Landen hier im Weg sind. Das wäre sonst nicht so wunderbar. Deshalb lösche ich die doch nochmal schnell raus. Und positioniere die erstmal neu um. So, wo haben wir sie? Hier, 5. Also, das Ganze kommt wie immer in die Mitte. Ich laufe jetzt mal hier hin. So, ich glaube, das ist passend. Denk mal, da habe ich die Mitte auch erwischt. Und schlussendlich bauen wir hier noch einen dritten dran. Ich denke mal, 3 Stück reichen aus. Die habe ich jetzt so positioniert, dass man, wie gesagt, noch hier hineinfliegen kann. Wenn nicht, muss ich es im Notfall noch eins hochsetzen. Aber ich muss mal schauen, wie ich oben dann das Ganze einrichten werde. Deshalb mache ich es erstmal provisorisch dahin. Warte mal, jetzt aktiviere ich die nochmal ganz schnell. Sprengköpfe, ja, ja. Die ganze Station in die Luft hauen, das wäre natürlich mega fun. So. Nochmal ganz schnell rein. L drücken, T drücken, löschen. So. So gefällt mir das. Also die Helligkeit ist definitiv angenehm. Man sieht auf jeden Fall was. Und das wollte ich damit ja auch bezwecken. Die geben halt um einiges besser Licht ab als diese kleinen Pupsdinger. So, genau. Dann wollte ich eine Mauer einbauen. Bis ans Ende der Zeit. Und noch viel weiter. Also bis hierhin. Und das Ganze wiederhole ich auf dieser Seite hier. Man soll nämlich nicht von da oben runterhüpfen oder sonstiges. Ist nicht erlaubt. So. Man soll nämlich hier an der Seite hinuntergehen. So, ich sehe gerade, hier kann ich auch nochmal. Jetzt habe ich mich zweimal vermalt. Sollte nicht vorkommen, passiert mir immer wieder. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Strich hier gezogen habe auf der anderen Seite. Das ist der 1, 2, 3, der 4.
Ich glaube, hinten bin ich ein bisschen weiter hinaus. Eins, zwei, drei. Ach, der vierte. Das nenne ich Skill pur. Sieht man nicht alle Tage. So. Das Ganze nimmt doch schon mal wunderbare Form an. Wenn ich das sehe, wie es am Anfang aussah, wie leer und wie groß das doch jetzt eigentlich ist. Ach ja, genau. Genau, wunderbar. Fällt mir gerade ein. Grün. Farbe, 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 Farbe. Farbe, Farbe, Farbe. Schwarz. Schwarz. Ich wollte wieder Zahlen einfügen. Ja, Zahlen, damit man auch rafft. Oha, das ist ja was zum Landen. So, das ist die Nummer Uno. Eins, zwei, drei, vier, fünf unten. Hier bin ich eins, zwei... Das versteckt mir immer wieder die Sprache, das Speichern. 1, 2, 3, 4 und 5. Landefeld 1, Landefeld 2. So, dann machen wir Landefeld 3 dahin. Oh, die 4 schon wieder. Wie waren das nochmal? Jetzt geht das schon wieder los. Wir machen die 4 zum Schluss. Nee, aber welche Reihenfolge? 1 und 2. Eigentlich müsste die 2 ja dahin. Dann da die 3 und da die 4 hin eigentlich, oder? Weil es ist auch pupsigal. So, Abstand. So, ab dem dritten Block muss ich runtergehen. 1, 2, 3. Das wäre jetzt in dem Fall hier. Reicht das eigentlich, wenn ich das so lasse? Oder sieht das zu gay aus? Sieht, glaube ich, zu gay aus. Deshalb werde ich es doch nochmal verlängern. 1, 2, 3. So, wir sind fertig mit den Zahlen. Nein, die 4 kommt natürlich noch. Ich kann mich da leider nicht von drücken. Also, wir waren dritte Reihe. 1, 2, 3, dritte Reihe. Wie waren das jetzt nochmal? Ich glaube, das war so. So. Und so. Obwohl, das könnte eins weiter unten gewesen sein. In dem Fall. So. Ja. Das war so. So war das irgendwie. Wird schon hinkommen. Und ich denke mal, so einigermaßen liegen die auch gegenüber. Die liegen auf jeden Fall gegenüber. Und die hier, na gut, die liegen jetzt nicht direkt gegenüber. Ich kann ja die 3 jetzt eigentlich noch ein bisschen hier rüberziehen. Mache ich auch mal ganz schnell. So, in dem Fall hier. Rot, rot. Kürzen, kürzen, kürzen. Und dann liegen die auch 1 zu 1 gegenüber. Wunderbar, das Ganze in dem Vormann. Jetzt kann ich natürlich hier oben das Ganze auch nochmal Zahlen geben. Landebucht 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 und 8, aber dafür sind die Felder zu klein. Da habe ich nicht viel Spielraum, um das, glaube ich, reinzukriegseln. Richtig, was ich jetzt noch schnell rot anmalen wollte, ist diese Ecke hier. Ich wollte ja hier nochmal an der Stelle auch nochmal das ganze Rot markieren. Geht ja ruckzuck. Dann hat man das hier ja erledigt. So, wir hatten, glaube ich, auf der anderen Seite das komplett hier zu. Komplett rot. Ich glaube, das war es aber auch schon. Und gelb mache ich mal bis ganz nach vorne. Habe ich das jetzt dort auch? Also ich bin der Meinung, ich habe das auch bis zum roten Strich. Ja, das habe ich bis zum roten Strich. Da ist es nochmal rot, sehe ich gerade. Obwohl das... Ne, da habe ich es auch rot. Perfekt. Passt auch. Wunderbar. So, das war's, glaube ich, erstmal hier soweit. Nein, noch nicht. Ich habe da noch eine farbliche Änderung vor. Einfach nur grün machen. Weiß nicht, gefällt mir irgendwie. Grün hat was.
schön bunt hier drin, aber irgendwie finde ich, die Farben passen dennoch alle ganz gut zusammen. Ich denke mal, ganz so kitschig sieht es nicht aus. Ich muss ja auch noch die Station von außen auch noch bearbeiten. Das kommt ja auch noch dazu. Das wird auch wieder Spaß pur werden. Ich freue mich jetzt schon wunderbar darauf. So, zack. Denk mal, das sieht auch ganz gut aus mit dem grünen Strich dazu. So, einen Moment. So, ich muss immer wieder einen Schluck Kaffee trinken. Obwohl die Folge ja eigentlich eh schon gleich vorbei ist. So, ich gucke nochmal ganz kurz hier drinne. Das sieht komisch aus. Warum ist denn das gelb? Ach ja, bestimmt habe ich hier mal Grütze gemacht. Grütze, die ich jetzt beseitigen werde. Und das Ganze werde ich hier mal rot markieren. Ich finde, es müssten später diese kleinen Striche eingeführt werden, diese Farbmarkierungen, die haben irgendwas. Also so wirklich so dünne. Wenn jemand vielleicht Stargate kennt, kennt bestimmt der ein oder andere in diesem Stargate Center. Weißt du, dann geht hier ein blauer Strich lang, blau links rum, aha, blau, Anleitung irgendwo, Maschinenraum. Gelber Strich, einfach lang entlang laufen und dann kommt man irgendwann auf die Toilette, zum Beispiel jetzt. Das wäre auf jeden Fall noch ziemlich hilfreich, weil bei einer Riesenstation kann das dann doch irgendwann ziemlich, ja, unübersichtlich werden. Und das versuche ich ja hier schon mit diesen Strichen hier ungefähr zu beabsichtigen. Aber wie gesagt, da lässt sich dann nur mit einer Farbe arbeiten. Ist halt dann auch ein bisschen blöd auf Dauer. So, schauen wir doch mal. Denk mal, hier werde ich das jetzt erstmal so belassen, die Farben. Und dann werde ich mich, glaube ich, als nächstes in der nächsten Episode oben an die nächste Etage mal dran wagen. Aber ich finde, das sieht echt geil aus hier. Also hier ein Schiff zu landen, hat bestimmt Style. Die Frage ist, reicht das Loch zum Passieren? Werde ich später ausprobieren. Kommt alles noch. Vorerst lasse ich das mal so. Ich versuche dann später mal mit meinem großen Schiff da unten hier hineinzufliegen. Wenn ich nicht reinpasse, dann muss ich es anscheinend noch ein bisschen stretchen, das Ganze. Fisting pur. So, dann sage ich mal, nein. Ich sehe einen Fehler. Puh, das haben wir noch geschafft. Hä? Also heute? Stimmt was nicht. So. Das war's dann erstmal mit dieser Episode. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann.